Die 2G-Regel ist verfassungswidrig, so urteilte das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Es gab eine Klage und ich gehe davon aus, eine Altklage in Niedersachsen. Und das hat Konsequenzen, wenn die Regierenden in anderen Bundesländern es ernst nehmen mit der Verfassung oder beziehungsweise dem Grundgesetz. Denn die Regelungen 2G, also nicht mit mRNA Medikament injizierten Personen, ist der Zutritt zum Einzelhandel zu gestatten. Und das interessante Element dabei ist, und da habe ich ein klein wenig schon hineingelesen, noch nicht alles, dass die Regierenden genug Zeit hatten, diese Dinge, und damit meine ich die Wirksamkeit der politischen Maßnahmen auf das angebliche Ziel hin zu überprüfen, nämlich eine Reduzierung der Verbreitung eines sogenannten Coronavirus. Wir gehen einfach mal gemeinsam durch und ich selbst habe das Urteil noch nicht gelesen, aber hier auf diesem Bildschirm findet ihr das und ich will es auch noch mal einblenden hier im Video. Ja? So. Und jetzt gehen wir das gemeinsam durch und ich werde es kommentieren, wo immer ich denke, es kommentieren zu sollen. Also es wird vorläufig außer Vollzug gesetzt im Einzelhandel. Ich mache das hier aus der Hüfte, hier quasi dieses Video, wie ihr euch denken könnt. Deshalb bitte einfach locker nehmen hier von der Wackelqualität quasi. Ja? Also der 13. Senat und so weiter hat mit Beschluss des heutigen Tages, und das ist auch, möchte ich sagen, am 16. wurde das heute eben veröffentlicht und es wird auch gleich allen zugänglich gemacht, anders als bei anderen Gerichten. Das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel veröffentlicht die Urteile nicht, sondern steckt sie ja gezielt bestimmten Publikationsorganen vorab zu. Das nur am Rande. Aber jetzt geht's los. Also ist die Rede und so weiter, die Corona-Verordnung zum 13. Dezember, also das ist 3 Tage erst alt und schon wird sie wieder vom Markt genommen. Vorläufig außer Vollzug gesetzt. Diese Rechtsvorschrift ordnet bestimmten Betrieben und Einrichtungen des Einzelhandels ein Verbot des Zutritts für Kunden an, die weder über einen Impfnachweis noch über einen Genesenennachweis verfügen. Gegen diese Regelung hatte sich eine Antragstellerin, die auch in Niedersachsen Einzelhandel im Filialbetrieb mit einem Mischsortiment betreibt, mit einem Normenkontrollantrag gewandt und geltend gemacht, die Infektionsschutzmaßnahme sei nicht notwendig und auch mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar. Und diese Normenkontrollklage, dieser wurde meiner Kenntnis nach vollumfänglich stattgegeben, sowohl die Nichtnotwendigkeit und der Gleichheitssatz wurden eben bemängelt durch das Gericht. Aber lesen wir mal weiter. Dem ist der 13. Senat im Wesentlichen gefolgt. Genau. Die 2G-Regelung im Einzelhandel in der konkreten Ausgestaltung, bla 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 bla, sei derzeit keine notwendige Schutzmaßnahme. Die Eignung zur Erreichung der infektiologischen Ziele sei durch die fraglos erforderlichen zahlreichen Ausnahmen bereits reduziert. Also die Ziele sind reduziert, heißt es. Ja? Allein im von zwar nicht umfassten Lebensmitteln findet die weit überwiegende Teil täglicher Kundenkontakte statt. Also wenn, dann müsste man das auch auf den Lebensmittelhandel ausweiten. Naja, das ist für das Gericht jetzt nicht schlüssig. Ja, insofern ist da die Gleichbehandlung betroffen. Auch die Erforderlichkeit sei zweifelhaft.
Hier wird in der indirekten Rede gesprochen, für den Senat ist also die Erforderlichkeit dieser 2G-Regel zweifelhaft. Ich zitiere, zweifelhaft. Ja. Hat mehrfach schon beanstandet, der Senat, dass verlässliche und nachvollziehbare Feststellungen zur tatsächlichen Infektionsrelevanz des Geschehens im Einzelhandel fehlen. Also immer wieder fehlen die nachvollziehbaren Feststellungen. Ja, der über die Relevanz, ich wiederhole das gerne immer, ja, damit es nochmal deutlich wird, auch nochmal teilweise in meinen eigenen Worten. Es sei nicht ersichtlich, dass die Erforschung von Infektionsumfeldern auch das Land Niedersachsen intensiviert worden wäre. Also hier wird ganz klar kritisiert, dass man die Sinnhaftigkeit der Politik in keinster Weise erforscht. Ausdrücklich steht das hier. Das finde ich ganz, ganz interessant. Deswegen mache ich dieses Video auch. Drängt sich angesichts der erheblichen Unterschiede zum Geschehen im Einzelhandel nicht auf, eine schlichte Übertragung von Erkenntnissen zum Geschehen in geschlossenen Räumen von Sport- und Freizeiteinrichtungen dränge sich angesichts erheblicher Unterschiede zu dem Geschehen im Einzelhandel nicht auf. Also warum man Sport machen darf, aber trotzdem im Einzelhandel, ja. Regelmäßig verkürzte Verweildauer der Kunden, eine geringe Kundendichte. Vielen anderen, ja, zudem könnten die Kunden wie in vielen anderen Alltagssituationen auch im Einzelhandel verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen. Also stattdessen sollen die Leute eine FFP2-Maske tragen, ja. Also im Einzelhandel, die ja angeblich dann effektiv sei, ja. So, die Richter, naja, das kann man jetzt auch kritisieren, aber immerhin die 2G-Regel. Naja, aber vielleicht wollen die ja genau das, dass man quasi dann froh ist, wenn die ganz schlimme Maßnahme nicht kommt. Dafür hat man eben die FFP2-Maske zu tragen, die natürlich auch verfassungswidrig ist, wenn man das ernst nimmt, die Verfassung. Aber die Richter meinen in Niedersachsen lieber eine FFP2-Maske, ja. Also ganz, das ist zumindest einigermaßen gesichert, obwohl, naja, halte ich für auch für ungesichert, aber wie auch immer. Nach neueren Erkenntnissen dürften Atemschutzmasken dieses Schutzraumniveaus eine in betriebenen Einrichtungen des durchaus durchzusetzen richtige Verwendung der Maske vorausgesetzt, das Infektionsrisiko derart absenken und so weiter. Also man musste die auch ordentlich verwenden, ja. Aber wer ist verantwortlich dafür, dass die FFP2-Maske ordentlich verwendet wird? Aber jetzt geht es erstmal um 2G, aber nicht nur in dem Urteil. Auch das Robert-Koch-Institut sehe in seiner Strategie zur Vorbereitung Winter 2021-2022 nicht den Ausschluss ungeimpfter Kunden vom Einzelhandel vor. Also das Robert-Koch-Institut empfiehlt das nicht. Ja, jetzt bräuchte man natürlich von der Politik, wenn die Politik jetzt sagen würde, liebes Robert-Koch-Institut, mach uns doch mal eine Studie, dass wir die endlich ausschließen können, die Ungeimpften. Dann geht's, oder wie? Ja, dann geht's. Ja, aber irgendwie muss man da schon ein bisschen wissenschaftlich arbeiten, glaube ich, oder wie ist das? Also, liebe Gerichte, also das Robert-Koch-Institut, das kann sich auch täuschen, beziehungsweise ist auch weisungsgebunden. Aber selbst wenn das Robert-Koch-Institut irgendwas sagen würde und das empfehlen würde, heißt es noch lange nicht, dass das wirklich dann der Fall ist, ja. Das ist ja keine Wahrheitsbehörde. Können durch eine, auch hier wird viel über die FFP2-Maske noch geredet. Und erhebliche erweise sich die 2G im Einzelhandel derzeit als unangemessen. Also 2G ist unangemessen, ja, nicht zweckmäßig, nicht angemessen. Im Einzelhandel auch die Omikron-Variante würde das nicht hergeben, was der aktuelle Erkenntnisstand ist. Also diese Panik, zumindest wird vom Gericht hier nicht ernst, nicht mehr so, wie soll ich sagen, wie
sagen wir, im März, April, Mai und so weiter anfangen, Mitte 2020 ähnlich betrieben, sondern man sagt, okay, jetzt müsst ihr, liebe Politiker, jetzt müsst ihr doch endlich mal hier irgendwelche Erkenntnisse bringen, warum er diese oder jene Maßnahme jetzt durchzieht. Ja. Die konkrete Ausgestaltung dürfte auch mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht zu vereinbaren sein. Nachvollziehbar sachliche Gründe, dass beispielsweise Gartenmarktgüter, Blumenhandel und gärtnerische Facheinzelhandel und Güter zur Reparatur von Elektrogeräten ausgenommen sind und Güter des täglichen Bedarfs zu den Gütern des täglichen Bedarfs gezählt würden, ist aber Baumärkte uneingeschränkt und so weiter. Also diese ganze Regelung, wer dann jetzt da 2G machen muss und wer nicht, das ist alles nicht erkennbar, dass hier sachliche Gründe vorhanden sind. Ja, also es ist völlig unsachlich, sagt das Gericht. Ja, und wie gesagt, das ist wie sagt man, ein vorläufiges Urteil. Das heißt, bei der summarischen Prüfung, so nennt sich das, ist das alles schon ja von weitem zu erkennen, dass das verfassungswidrig ist. Ja. Schwerwiegende öffentliche Interessen, die eine vorläufige Außervollzugsetzung der danach voraussichtlich rechtswidrigen Regelung entgegenstünden, seien nicht gegeben. Also voraussichtlich rechtswidrig, so sagt das Gericht. Unter Berücksichtigung der in den zurückliegenden Corona-Verordnungen getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen und des aktuellen Infektionsgeschehens auch im Land Niedersachsen sei die 2G-Regelung im Einzelhandel kein wesentlicher Baustein in der Strategie der Pandemiebekämpfung des Landes Niedersachsen. Also man anerkennt, dass es eine Pandemie gäbe durch das, sagen wir so, das Gericht. Aber es ist eben, man sagt, es ist eben kein Baustein. Dies folge auch nicht aus der maßgeblichen politischen Festlegung der Besprechung der Bundeskanzlerin mit der Regierungschefin. Also da gefällt mir das Gericht, wie sie das formulieren. Also auch wenn die Kanzlerin sagt so und so und das aber auch dann die 16 Minister sagen so und so, dann ist das kein Grund. Super. Daumen rauf für diese Entscheidung. Die Außervollzugsetzung der sogenannten 2G-Regel im Einzelhandel wirkt nicht nur zugunsten der Antragstellerin in diesem Verfahren, sie ist vielmehr in ganz Niedersachsen allgemein verbindlich. Also es gilt für alle, ja. Der Beschluss ist unanfechtbar. Der Beschluss wird zeitnah in der kostenfrei zugänglichen Rechts- und so weiter hinterlegt. Ja, also, was haben wir jetzt hier gesagt? 2G ist hier verfassungswidrig, sagt das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen nach nur 3 Tagen. Also hier gibt es rote Linien, die überschritten wurden im Norden. Ja, und ja, das wollte man ja, aber es gab dann doch noch ein Gericht, was dann gesagt hat, so meine Zusammenfassung. Moment mal, also das ist nicht zweckmäßig. Das ist nicht nachvollziehbar. Es gibt keine nachvollziehbaren Gründe. Und auch, dass die Kanzlerin gesagt hat, dass das super sei. Selbst wenn 16 Minister das gesagt haben, dass das super sei. Wenn das gegen die Grundrechte verstößt, ja, dann und keine Begründung angegeben werden kann, die nachvollziehbar ist. Und auch, dass der Gleichheitsgrundsatz nicht gegeben ist, dass manche Einzelhändler ihr öffnen dürfen, andere nicht, dann ja, dann gilt das eben nicht. Ja, dann schauen wir mal hier in Baden-Württemberg, ob die Landesregierung unter Kretschmann und dem Gesundheitsminister Lucha hier dieses Urteil zur Kenntnis nehmen und die entsprechenden Konsequenzen ziehen und alle weiteren Bundesländer. Und danke für die Aufmerksamkeit für dieses Schnellvideo und improvisierte Video aus der Hüfte im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung.
Dankeschön. Bis dahin.